Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem brandneuen tschechischen bzw. Polen-Böller-Vergleich 2022. Film mal, was wir heute im Angebot haben. Vielleicht habt ihr ja schon meinen ersten Böller-Vergleich gesehen dieses Jahr. Ich verlinke euch den hier oben, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und dann kommt ihr hier zurück und schaut euch diese Böller an. Das sind alles Böller, die wir letztes Mal nicht hatten, bis auf die 120 dB. Und heute ein richtig fetter Vergleich. Auch zu jedem werden wir sagen, welcher besser ist, welcher lauter ist. Wir haben hier ganz interessant, die sind nämlich neu, Big Bang 2G. Dann haben wir hier Big Bang 5G und Big Bang 8G. Ja, ihr seht auch hier die Preise nochmal, ne, für die Dinger. Die haben wir auf dem Bazar geholt in Tschechien, auf dem Asia Dragon Bazar. Dann haben wir hier Dumbum 5G, altbewährt, ne, mittlerweile schon ein Klassiker geworden. Ohne Vorbrenner, 5 Gramm Blitzknall, richtig gute Dinger, lohnen sich immer. Dann haben wir hier eine ganz interessante Variante, denn die sind auch legal in Deutschland. Die haben nämlich die Kategorie P1. Und da könnt ihr auch noch mal so einen kleinen Vergleich hören. Die sind nicht schlecht, glaubt es mir. Dann haben wir hier noch mal den Dumbum Mittel. Der hat ja letztes Mal ein bisschen enttäuscht, aber die kosten halt auch nicht viel, ne? Und die haben immerhin 1 Gramm Blitzknall, 1 Gramm Vorbrenner, soweit ich weiß. Von daher auch diese pinkne Zündschnur, sehr interessant. Ganz interessant, FP3 New Edition, habe ich noch nie gezündet, bin ich sehr gespannt drauf. Genauso gut wie die ganzen hier, die habe ich auch noch nicht gezündet. Auch Viper 1 kostet nur in dem Sinne 2 Euro. Viper 1, 20 Böller, genauso wie hier nochmal Viper 1 in der weißen Edition. Also können wir jetzt nicht so viel erwarten, denke ich. Und hier haben wir nochmal Dumbum 2G. Ne, die hatten wir letztes Mal in 2G Plus und diesmal 2G. Sehr, sehr gespannt, Leute. Ein fetter Böller-Vergleich. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Böller-Vergleiche sehen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir. Let's go. Ja, Leute, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, weil da machen wir einen riesen Böller-Kreis mit allen restlichen Böllern. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Das wird richtig heftig werden. So, Leute, das Wetter ist gut. Wir haben Glück. Es hat ein bisschen aufgehört zu regnen. Und jetzt ist wirklich endgültig bestes Böller-Wetter, Junge. Und wir haben jetzt hier diese übelst geilen neuen Böller. Ja, ich habe also bisher nur die hier gezündet, die und das war's. Noch die hier, Mittel. Aber die haben wir alle noch nicht gezündet. Und ich würde sagen, wir tasten uns von unten nach oben und fangen mal mit den legalen P1 Böllern an. Ich werde am Ende nochmal für euch von jedem Böller den Knall nochmal ans Ende dranhängen, nacheinander. Als erstes Dumbum 120 dB und das Ganze wird gezündet mit dem X-Feuerzeug aus meiner neuen Kollektion. Schöner Brenner. Richtig edel, Leute. Aus Edelstahl. Gute Qualität. Nachfüllbar. Sturmflamme. Ja. Nicht so gut sind die Reiber. Könnte sein, dass die schon nass geworden sind. Ah, das ist nass geworden. So, wir probieren mal nochmal ein. Ja, dann gehen sie nicht aus im Stehen. Was? Bin ich gerade mies erschrocken. Ja. Der erste Böller des Tages, Leute. Immer eine Sensation. Okay, nochmal ein paar. Nur der linke geht. Leute, legal in Deutschland, P1, ne? Kauft euch die. So, dann machen wir jetzt mal hier die Dumbo-Mittel. Mit dieser besonderen, pinken, markanten Zündschnur. Leiser. Deutlich leiser. So, Leute, schaut euch die vermatschten, nassen Böller an. Jetzt im direkten Vergleich hier Dumbum 2G und Big Bang 2G. Zwei verschiedene Böller, beide mit 2 Gramm. So, als erstes Dumbum 2G.
Also schon ein deutlicher Unterschied zu den 1 Gramm Böllern. Ich glaube, das hat man gehört. Krass, was so 1 Gramm ausmacht. Und jetzt Big Bang 2G. Auch wieder 5 Stück. Ups. Lauter. Extrem laut. Also finde ich in meiner Meinung, meiner Meinung nach waren die schon so laut wie 3-4 Gramm. Also Big Bang der Gewinner, Leute. Und im direkten Vergleich Dumbum 5G und Big Bang 5G. Auch wieder ein sehr interessanter Vergleich. Kosten ungefähr das gleiche. Wir haben hier massive Zündschnüre. Ja, nochmal ein Unterschied. Au! Hast du es abbekommen? Hast du es abbekommen? Ah, nochmal bitte. Oh ja, ich sehe es. Oh, es tut richtig weh. Oh Gott. Und jetzt Big Bang 5G im Vergleich. Oh nein, nein, nein. Ah, nee, geht. Wieder lauter, Leute. Unglaublich. Die sind ja wirklich crazy. Drücken. So Leute, jetzt kommen die Viper 1. Da haben wir ja eigentlich zwei verschiedene Versionen gehabt. Ich finde aber gerade die eine nicht mehr. So, jetzt aber erstmal Viper 1 in hell. Ja, nicht so gut. Niedlich. So Leute, und jetzt wird's richtig interessant. Wir haben nämlich jetzt hier die FP3. Ah, sehr gut, die sind nochmal so verpackt, wichtig. In der neuen Edition. Und die habe ich noch nie gezündet. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass die FP3s in der Vergangenheit, in der naheliegenden Vergangenheit, nicht mehr so gut waren. Und umso interessanter ist, ob die jetzt gut sind. Ja, wie viel Gramm haben die? 1,8, okay. Ist jetzt nicht so viel. Wir schauen mal, was die drauf haben. Wir können ja nochmal im direkten Vergleich ein 2G machen. Ja, aber die haben halt den schönen Vorbrenner. Nochmal FP3 Original. Und nochmal im Vergleich direkt hinterher Big Bang 2G. Das war ja der bessere. Der wird lauter sein. Ist lauter, aber er hat halt keinen Vorbrenner. Da müsst ihr halt entscheiden, was euch wichtig ist. Ich finde, der Vorbrenner hat auf jeden Fall auch was. So, und the last one, Big Bang 8G. 8 Gramm sollen die haben. Also, das ist schon ordentlich. Da können wir jetzt schon was erwarten. Vor allem Big Bang war ja jetzt auch gerade in allen Tests der Beste. Sehr krass. Dafür ist dieser Test da. Ja, ich lasse den Knall einfach mal auf euch wirken.
Boah. Also, die haben schon mächtig Druck, Leute. Also Big Bang geht hier, glaube ich, als klarer Sieger dieses neuen Vergleichs raus 2022. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Böller würdet ihr euch holen? Welche habt ihr euch schon geholt? Welche findet ihr gut? Welche habt ihr schon mal getestet? Könnt ihr mir welche empfehlen vielleicht noch, die ich testen soll? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und ein Abo, ein kostenloses. Dann würde ich sagen, haut da rein. Schaut auch gerne mal im Shop vorbei. Feuerzeuge, Pyro-Closing, alles mit am Start, Leute. Haut da rein und ciao. So Leute, wir haben ja ganz vergessen, der Kreis muss ja noch gemacht werden. Und deswegen habe ich hier einen richtig geilen, fetten Kreis vorbereitet. Und Leute, ganz wichtig, immer die Sicherheitszündschnur dran machen. Wenn ihr solche Kreise macht, nie einfach so in die Mitte reinzünden, das ist sehr gefährlich. Macht's so professionell wie wir. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Alles angegangen. Es sieht so aus. Es sieht so aus. Geil. Ja Leute, also für mich ist ganz klar hier der Gewinner, die neuen Big Bang Böller. Kauft euch die auf jeden Fall, die sind viel lauter als die Dumbums, auch als Dumbum 5G und so weiter. Auch die 8G sind übelst laut und wenn ihr natürlich auf der legalen Schiene bleibt, beziehungsweise keine Befähigung habt für F3 in Deutschland, dann holt euch die P1 Dumbum. Ihr habt gesehen, die können auf jeden Fall mit dem Dumbum 2G mithalten. Also ganz, 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 ganz klare Kaufempfehlung. P1 Dumbum 120 dB. Ja, die wird es wahrscheinlich bald nicht mehr so lange geben, auf Ansage. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Wir beginnen ganz klein mit den Videos. Ja, das ist so mit das kleinste Video, was wir da auf der letzten Tour aufgenommen haben. Das kann euch schon so ein bisschen die Feelings geben, was da noch alles jetzt auf euch zukommen wird. Wir fangen klein an und es wird jetzt immer heftiger bis auf Silvester zu. Und ja, dann würde ich sagen, abonniert mal und bimmelt die Glocke. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video, ganz sicher, weil dann bekommt ihr die Benachrichtigung, wenn es wieder so heftig zugeht, beziehungsweise noch heftiger. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag. 3 Videos jetzt die Woche auf jeden Fall. Jetzt geht's richtig ab. Hashtag Vorfreude in die Kommentare. Kuss an jeden, der sich das bis hier angeschaut hat. Und dann bis dahin, wir sehen uns auf dem Discord. Haut da rein und